Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten FIFA 19 Pack Opening und ja, heute wieder mit den Squad Battle Rewards. Wenn es euch gefällt, natürlich gerne ein Like da lassen, aber heute leider aus Zeitgründen, weil es schnell gehen musste, ohne Facecam, nur mit meiner Stimme. Aber wie gesagt, wenn es euch trotzdem gefällt, gerne ein Like da lassen, kommentieren. Und ich habe ja schon in meiner letzten Videos angeteasert, dass ich am Mittwoch kein Pack Opening bringe, weil ich jetzt über Halloween ein paar Special Videos zu Halloween bringen möchte und da ist dann kein Platz mehr für ein weiteres Pack Opening und meistens habe ich in den letzten Tagen mittwochs nichts Gutes gezogen, deswegen heute nur die Squad Battle Rewards abholen und mal schauen, was ich geworden bin. Ich habe nicht wirklich viel gespielt und deswegen gucke ich mal, was ich jetzt bekomme, wenn es mal laden würde. Ich weiß nicht, warum es nicht lädt. So, es hat dann nach einer eigenen Zeit geladen. Und hier seht ihr dann, dass ich nur Silber 3 bekommen bin. Wie gesagt, ich habe nicht viel gespielt. Das sind dann keine guten Packs, keine guten Belohnungen. Vielleicht dann nächste Woche wieder Gold werden. Und es hat sich was verkauft, aber darum kümmern wir uns später. Wir öffnen jetzt erstmal hier diese 11 Packs durch die ganzen Halloween-SBCs bekommen. Genau. Und die ganzen anderen SBCs, die auf dem Markt waren. Die Top-Partien muss ich noch machen. Die können wir gerne dann vielleicht sogar nächste Woche dann wieder öffnen am Montag mit meinen besseren Rewards. Wir fangen natürlich mit den schlechtesten Packs an. Und ich guck mal, vielleicht kriege ich eine gute Karte heute. Das wäre natürlich schön fürs Video. Ansonsten mal gucken. Wieder ein paar Coins bekommen. Ich habe ja alles jetzt, weil die so verdammt teuer sind teilweise, wenn man nichts im Verein hat. Diese Halloween SBCs habe ich dann alle schön abgeschlossen, jede, die es gab. Einen doppelten können wir vielleicht später mal verkaufen. Wie gesagt, wir fangen immer von klein nach groß an. Und ich habe auch noch mein Vorbesteller-Pack dabei. Das ist immer gut, das wird auch noch gezogen später. War ja klar, dass hier nichts Gutes rauskommen kann. Burgstaller, der 79er von Schalke. Bei denen läuft es ja auch zurzeit nicht wirklich rund. Können wir abstoßen. Transferliste, weg damit. So. Das heißt, ja, das, was ich wieder verkaufen kann, bringt auch wieder Coins. Vielleicht ziehe ich ja den einen oder anderen coolen Kracher. Dann nur Spieler, ein Seltener. Das ist schön, aber da kommt meistens nichts Gutes bei rum. So auch wie hier, aber der Spieler ist wenigstens ein Seltener. Ich habe den aber, glaube ich, schon im Verein. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, den habe ich schon doppelt. Ja, wir haben ja jede Menge Doppelte. Adler gezogen, Havertz gezogen, die Bekannten aus der Bundesliga. Drei doppelte Spieler, die kommen in den Verein, denn ich möchte ja auch gerne wieder in Zukunft SBCs machen. Da sind jede Menge Spieler wichtig. Das müsste mein Vorbesteller-Pack sein. Das ziehen wir jetzt mal als nächstes. Vielleicht bringt mir das ja mal wieder eine Wall. Teilweise waren sie gut, teilweise waren sie schlecht, aber das ist auch immer glücksabhängig. Und heute ist es schlecht. Ah, der Beste ist ein 76er. Okay, kann auch natürlich ein Non-Rare 82er drin sein, aber das ist auch nicht besser. Oder Non-Rare 83er Fährmann. Das habe ich auch noch nie erlebt. Das wäre normalerweise eine Wall gewesen. Warum ist der Non-Rare? Das ist doch so eine geile Karte. Der müsste mindestens Rare sein. Ich verstehe nicht, wie die das bestimmen, wie die das regeln. Ja, sorry, den wollte ich nicht auf die Transferliste packen. Machen wir aber, macht ja nichts, kann ich ja später dann wieder runterpacken. So. Ich hatte mich vertan gerade, war ein bisschen aufgeregt und habe mich irgendwie gerade gewundert über den 83er Fährmann. Alles andere zum Verein, das wird abgestoßen und keine Zeit verlieren. Wir haben noch ein paar Packs, die wir ziehen wollen. Genau, hier die ziehen wir später mit dem Halloween-Pack-Animation. Ich weiß nicht, wie man das nennt, keine Ahnung. So, aber eine gute Wall wäre doch schön für dieses Video. Das ist Altidore, der ist auch cool. Also, ja, ich mag den Spieler irgendwie, auch wenn der in FIFA jetzt nicht so hoch geratet ist. Abate gezogen, ja, das sind schöne Karten, die man hier ziehen kann. Der Rest wird natürlich wieder in den Verein gepackt, abgestoßen. Wir brauchen noch ein paar Spieler, damit ich wieder SBCs machen kann. So, ziehen wir erstmal die kleinen hier, ne? Ah, wir haben ja noch gute Packs. Kommt schon, bitte. Eine Wall heute. Ja, das wird keine Wall, es ist ein brasilianischer Hernandez. Ja, die ganzen Brasilianer, die sind alle in die chinesische Liga irgendwann gewechselt, weil die da voll ihr Geld verdienen wollten. Tevez, ja, das ist jetzt nicht so heftig. Ich glaube, der eine war sogar von Kiel, der Koreaner. Genau, habe ich jetzt nur im Augenwinkel gesehen, gerade nur noch. So, dann seltenes Elektrum Prime Spieler Set, klein.
Eine Wall wäre doch einfach wünschenswert. Danke. Danke, 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 Spanien. Torwart. Es wird aber nur ein 83er Pepe Reina. So einen machen die in Rare als Wall und Fährmann machen sie nicht als Wall. Da kann man sich stundenlang drüber aufregen. Und ja, das ist halt so. Die Logik muss keiner verstehen. Und ansonsten, ja, nichts Berauschendes. Aber okay, wenigstens immerhin die erste Wall. Und jetzt nur noch 4 Packs. Eine gute Karte wäre nochmal schön. Eine gute Karte wäre einfach cool, dass ich da nochmal was bekomme. Ich bin einfach bei dieser Animation irritiert. Ich weiß nicht, ob es eine Wall wird oder nicht, weil das immer so leuchtet. Und da ist viel Halloween-Konfetti geflogen für Piatti, den linken Flügel aus der Major League von... Lass mich nicht lügen, ich weiß den Verein. Es ist... ich muss nachgucken. Ja, Monreal. Es war, lag mir auf der Zunge. Ich war mir noch nicht mehr sicher. So. Dann packen wir das alles mal auf die Transferliste. Das können wir ja gerne verkaufen. Das können wir abstoßen. Das können wir abstoßen. 1000 Münzen können wir einsacken. Und dann kommt das auf die Abstoßliste. Wird abgestoßen. Und dann nächste 15k Pack. Danach kommen noch zwei bessere Packs. Und da will ich dann noch wenigstens eine Wall ziehen, um das Video gut abzuschließen. Denn hier kommt anscheinend keine Wall raus. Und ja, wir schauen mal, was uns hier das bringt. Ja, nichts Berauschendes. Nichts, was mich jetzt vom Hocker hauen würde. Nichts. Und ihr seht es ja hier schon. Alles können wir abstoßen hier an Müll, was wir nicht brauchen. Ich weiß zwar nicht, wofür ich die ganzen Sachen alle verwahre. Aber okay. Also die ganzen Chemistry-Styles, warum ich die verwahre, aber man kann die vielleicht irgendwann mal gebrauchen. Und yes, da kommt eine Wall raus, das ist schon mal schön. Bosnien, das ist wieder Dzeko, den habe ich sogar, glaube ich, 84er müsste der haben, ne, 85 sogar. Genau, der wurde ein bisschen angehoben, der letztes Jahr hatte der 84. Das ist schon mal schön, das ist schon mal schön. Es läuft schon mal, das ist schon mal gut. Ne, habe ich noch nicht im Verein, ich dachte, ich hätte ihn gehabt. Und noch ein 84er Asensio, das ist doch ein gutes Pack. So, Darida und irgendeiner von der spanischen Liga doppelt. Und jetzt zum letzten Pack, zum letzten Pack. Come on, bitte, 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 nochmal eine Wall. Bitte, gib mir nochmal eine Wall. Nein, verdammt. Okay, das war's vom Pack-Opening. Wir gucken noch, was in diesem Pack drin ist. Hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ihr habt euch unterhalten gefühlt und... Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe natürlich, wir sehen uns in meinen Halloween-Special-Videos wieder. Und ansonsten, wenn ihr wieder auf Pack-Openings wartet, nächste Woche Montag, hoffentlich mit besseren Rewards, ist es dann soweit. Und damit verabschiede ich mich von euch und bedanke mich nochmal fürs Zusehen. Bis dann und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.